wir wollen mal Probe fahren, wir wollen den Leuten mal zeigen, wie es sich so anfühlt, wenn man fahrscheinfrei mit der Straßenbahn umherfahren kann. Und deshalb haben wir uns heute eine Straßenbahn gemietet und sind da durch Erfurt gefahren und haben Bürgerinnen und Bürger oder Touristen eingeladen, mit uns mitzufahren. Ja, wir haben am Anger angefangen, sind dann raus nach Erfurt Nord gefahren, also Richtung Europaplatz, haben dort gedreht, sind wir zurück Richtung Obischer Kreuz und sind dann nochmal zum Europaplatz und haben bestimmt 200, 300 Menschen erreicht, die sozusagen mit uns mal ein paar Stationen gefahren sind, sich mit uns über den fahrscheinfreien ÖPNV unterhalten haben, wissen wollten, wie es finanziert wird, wissen wollten, was es auch für die Ortschaften bedeutet. Ja, das war ganz spannend. Na, wir wollen eine Nahverkehrsumlage in Höhe von 10 bis 20 Euro von jedem Erfurter haben, bis auf Menschen, die unter 18 sind oder die in Berufsausbildung sind. Da kommt man aufs Jahr gerechnet auf eine Summe von ungefähr 40 Millionen Euro, wenn man die 20 Euro ansetzt. Naja, die Zielstellung ist, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass die Erfurter auf das Auto verzichten können. Ne? Wir wollen die Mobilität in Erfurt so gestalten, dass man mit dem ÖPNV wirklich überall hinkommt und das rund um die Uhr. Wir müssen zum einen das Netz ausbauen. Wir müssen ja dafür sorgen, dass alle Leute, die am Montagmorgen von 6 bis 8:30 auf Arbeit, in die Schule, zur Universität fahren wollen, von der Schicht kommen, dass diese Anforderung natürlich auch bewältigt wird. Ne? Das heißt, wir brauchen mehr Straßenbahnen, das heißt, wir brauchen ein anderes Netz, wir brauchen Netzausbau, Netzerweiterung und das heißt natürlich auch, dass wir ganz viel mit Bussen arbeiten müssen und so weiter und so fort. Also wir wollen natürlich auch das Angebot vom öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass wir auch ganz viele Menschen mit einbeziehen, dass wir also diejenigen, die den ÖPNV nutzen sollen, dass die auch ein Wörtchen mitzureden haben, wie der ÖPNV aussehen soll. Das heißt, wo sollen Strecken lang gehen, was wird gebraucht, welche Takte braucht man und so weiter und so fort. Ich denke, das sind alles Dinge, die auch die Erfurter, die ja mit dem ÖPNV fahren sollen, mitbestimmen müssen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist so die Zielstellung und wir wollen natürlich den Erfurtern ermöglichen, ohne Auto auszukommen. Auto ist teuer, Sprit, Versicherung, Anschaffung, Reparatur muss alles bedacht werden. Der Autoverkehr ist für die Stadt Erfurt sehr teuer, wenn man sich anguckt, wie viel man bezahlen muss für Straßenreparaturen, für Brückensanierung, auch für Denkmalpflege, wenn man sich anguckt, wie oft Häuser renoviert werden müssen, weil die Abgase die Fassaden schädigen und so weiter und so fort. Und da denke ich, kommt unterm Strich durchaus ein Plus für jeden Bürger, aber auch für die Wirtschaft in Erfurt raus. Fahrscheinfrei mit der Linke, es ist sozial, es ist ökologisch und es ist wirtschaftlich sehr vernünftig.